wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Webinarreihe Geld verdienen mit dem Profitool Trade Scanner und auch heute Abend wieder mit Carsten Berger und Markus Runau. Vielen Dank euch beiden, dass ihr wieder für uns die Zeit gefunden habt heute Abend und natürlich ein riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei sind. Super, dass Sie sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir verlieren nicht so viel Zeit jetzt mit dem Intro, aber müssen kurz über den Risikohinweis sprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulung und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Die Aufzeichnung von den ersten beiden Teilen werde ich dann gleich auch nochmal in den Chat schreiben. Können Sie sich nach dem Webinar heute auch nochmal anschauen und nacharbeiten. Und damit wäre alles von meiner Seite aus gesagt. Ich gebe gerne den Bildschirm an Markus und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön, Nelson. So, dann schauen wir mal, dass wir den richtigen Bildschirm haben. Ich würde sagen, das ist der andere. Ja, das ist immer so. Das Jetzt ist immer. hast du ihn. Genau, Sehr gut. wunderbar. Gut, ja, willkommen heute auch wieder Geld verdienen mit dem Profitool Trade Scanner. Ganz besonders natürlich heute mit Optionen, weil ich ja am Reden bin. Risiko, Hinweis nochmal ganz kurz. Wir haben natürlich hier Interessenskonflikte, das sagen wir jedes Mal. Das heißt, wir können hier durchaus mal eigene Positionen drin haben und dann in eine bestimmte Richtung was selber haben wollen. Genau. Ja, mein Name nochmal Markus Runau. Ich bin MBA, habe aber zuvor mal Chemietechniker gemacht. Viele, viele Jahre Industrieerfahrung, habe viel künstliche Intelligenz entwickelt und dann eben auch viele Methodenkompetenz und wie kann man Prozesse optimieren. So meine Lieblingsstrategien sind ja so die Cash Secured Puts, Strangles und Aktien direkt. Und ich bin ja der, der hier auch den Trade Scanner programmiert. Genau, nur kurzer Hinweis, ich mache ja auch den Renditebrief für die World of Trading und dass ich das einigermaßen hinkriege, sieht man hier auch an dem Chart. Selbst hier bei diesen fallenden Märkten oder so habe ich doch eine sehr positive Tendenz drinnen. Das ist ein Börsenbrief, der dann wöchentlich erscheint und dann Cash Secured Puts und Strangles und Bear Calls abfasst. Gut, Carsten. Ja, ich bin der zweite Teil in diesem im Webinar. Die ersten beiden Webinare habe ich euch, sage ich mal, durch die Präsentation und die beiden Stunden begleitet. Die einen oder anderen kennen mich ja auch als Trader Coach und ich zeige immer das Webinar zusammen mit FX Flat auch Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Heute betrachten wir mal, und das finde ich auch ganz spannend, weil ich ja überwiegend Aktien handle. Im Endeffekt die andere Seite, und zwar, wie man das mit Optionen machen kann. Da bin ich auch sehr gespannt, was der Markus uns hier mitgebracht hat. Und in der Zeit, wo ich gerade geredet habe, habt ihr wahrscheinlich schon meine Vorstellung gelesen. Von daher brauche ich dazu nichts mehr sagen. Und wir starten einfach mal durch. Und eine Anmerkung noch: Fragen könnt ihr in das Fragenpanel schreiben. Ich schaue mir die an und werfe die dann Markus zu, denn ich bin mir sicher, dass heute noch diverse Fragen auf uns zukommen werden. Also los, dann fangen wir mal an. Genau. Genau, die Agenda für heute erst einmal, dass wir durchgehen, was sind hier überhaupt die Optionen, wie schauen Optionsketten aus, warum sollte man überhaupt Optionen handeln, welche Werte machen Sinn und wie kann man da überhaupt Geld verdienen? Weil wir werden auch sehen, dass es ein Teil ein bisschen Komplexität hat, aber wie kriegt man das auch einfacher hin? Das ist eigentlich der zweite Teil dann hier. Gut, was sind erstmal Optionen? Also es gibt zwei Arten. Da haben wir einmal den Put, das ist das Recht, aber keine Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Das heißt, das ist so eine Art Versicherung für den Aktienbesitzer. Und der Call ist das Recht, aber keine Verpflichtung, eine Aktie zu einem bestimmten Preis wieder zu kaufen. Das ist meistens dann eher eine Spekulation. Genau. Und da gibt es eben auch die Gegenseite, dass man dann sagt, man könnte Stillhalter sein, so nennt sich das da im Fachchinesisch, der dann der Versicherungsverkäufer ist.
Deutet eine Anmerkung dazu, Markus, muss ich gleich reingrätschen. Für mich als alten, sage ich mal, Nicht-Optionshändler, ja, habe ich früher Optionsscheine gekauft. Das heißt im Endeffekt, wenn ich mit einem Optionsschein long wäre, wäre der Stillhalter in dem Fall die Bank, die diesen Optionsschein emittieren würde. Könnte man das so sagen? Genau, wir sind dann im Prinzip die Bank. Genau. Okay. Deshalb wird das ja auch von diversen deutschen Banken nicht so gern gesehen, außer bei FX Flat natürlich, weil die dann nicht das Geld verdienen können. Genau, wir sind dann im Prinzip der Emittent. Das heißt, dass wir den Vertrag machen. Das heißt, das ist ein Derivat, das ist ein Produkt, was auf diese Aktie sich bezieht. Und beim Call, da sind wir wenn wir zum Beispiel Aktien haben, dann können wir die zu einem bestimmten Preis verkaufen. Wenn wir sagen, okay, der Preis wäre für mich akzeptabel, könnte ich sagen, also wenn die Aktie zum Beispiel bei 80 steht und ich verkaufe einen Call auf 85, dann würde mir die, wenn der Kurs drüber läuft, abgenommen werden. Genau. Wie schaut so eine typische Optionskette aus? Was ist da so beinhaltet? Das Bild braucht immer hier ein klein wenig. Genau, da haben wir einmal eine Bezeichnung. Also da gibt es einen Namen, einen Kontraktname, eine Kontraktgröße, eine Währung, Typ, dann irgendwelche Parameter, die nennen sich dann so Strike oder Expiration. Strike ist dann so eine Höhe. Wir brauchen da gar nicht so tief reingehen. Dann gibt es auch Griechen, die die Option genauer beschreiben. Wir wollen es aber hier einfach machen. Deshalb, ich will es bloß einmal kurz angesprochen haben. Dann Preise und dann noch Berechnung. Intrinsischer Wert, das ist der Wert, den eine Option hat, die nur auf dem Preis basiert. Und der Zeitwert ist, was das in der Zukunft bedeuten würde oder wie viel Zeit in die Kalkulation mit reinkommt. Wollen wir aber gar nicht so tief reingehen. Warum sollte man Optionen handeln? Das ist eigentlich mit die wichtigste Frage. Und zwar ist Folgendes: Wenn ich Aktien kaufe, dann muss ich ja direktional richtig liegen. Das heißt, wenn die Aktie steigt, in gewissem Maße, dann nehme ich den Preis mit. Wenn sie fällt, nehme ich auch den Preis mit. Und das ist erstmal ganz normal. Wenn jetzt aber eine Aktie leichten Gewinn hat, das heißt mittleren, hohen Gewinn, das zeigt es ja hier, dann kann ich da schöne Gewinne machen. Aber ich muss natürlich auch die ganze Aktie nehmen, also diese 100 Stück zum Beispiel, das sind hier 13.000 Euro. Im Vergleich könnte ich zum Beispiel einen Call kaufen und der würde 1.162 Dollar zum Beispiel kosten, also anstelle von 13.000 deutlich weniger. Und sobald die Aktie sehr hoch in eine bestimmte Richtung schießt, könnte ich einen großen Gewinn machen. Deshalb wird das auch so gerne gemacht. Wenn es nur mittleren Gewinn ist, ist es weniger. Und jetzt muss man anders denken. Die roten Felder, das ist ja für den Käufer schlecht und die gelben. Für den Optionsverkäufer sind die roten und gelben Felder die guten. Das heißt, ich habe von den fünf Möglichkeiten viermal im Prinzip, wo es für mich besonders gut ist. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ich eigentlich wie die Bank bin beim Roulette, ich gewinne da viel häufiger. Genau. Welche Werte sollte man handeln? Das ist immer eine ganz große Frage. Es gibt da gut 5.000 Werte, die in Amerika optionierbar sind. Dann 1,5 Millionen Optionsketten jeden Tag oder so 1,2 Millionen. Es schwankt immer ein bisschen, je nach Verfallstag. Und alleine bei Apple hat man dann durchaus mal 5.500 Optionsketten und dann die richtige raussuchen. Da dreht man erstmal als Normalsterblicher durch, weil das schafft man eigentlich zeitlich nicht. Genau, und wie kann man da überhaupt mit Geld verdienen? Und da, wenn man da überlegt, wie es aktuell gemacht wird, da gibt es ja dann irgendwo so Watchlisten und Foren und irgendwelche Gurus, die es irgendwas erzählen. Und teilweise sucht man sich einen Wolf, ehrlich gesagt, um da was Richtiges zu machen. Also, Du brauchst ja ich im habe es. Endeffekt, Markus, du brauchst ja im Endeffekt zwei Dinge. Also wenn ich es aus Aktienhändlersicht sehe, dann brauche ich ja irgendwann einen Punkt, wo ich einsteige. Lass es ein Signal sein oder so.
Wie sieht es bei Optionen aus? Brauche ich auch ein Signal oder woran mache ich das da fest? Das, was ich total vogelwild finde oftmals, ist, gerade wenn du in amerikanischen Foren oder sonst was unterwegs bist, da schaut kein Mensch einen Chart an, so ungefähr. Und ich wundere mich dann, wie kann man da überhaupt erfolgreich sein? Ja, also das nur dann so, auch mir doch egal, ich handle das einfach so wild. Ich hatte die Statistik auch mal gesehen, wenn du im Trend handelst, dann hast du irgendwie eine Chance von 95%, dass es klappt, ohne dass du da große Kenntnisse hast. Und wenn du gegen den Trend handelst, bist du bei 30, 40%. Also ich würde es nicht einfach weglassen, sondern für mich ist das das A und O, da auch eine Chartanalyse zu haben. Und dann brauchst du natürlich die Optionsanalyse, klar. Und dann jetzt die Frage, ja, wie macht man das? Und hier diese Zeit, die hat ja keiner von euch. Also ihr arbeitet ja auch nebenbei und habt nicht die Zeit, hier 8 Stunden euch eine Analyse reinzuziehen. Ich habe das jetzt mal so zusammen gemacht, dass der normale Weg ist, du gehst von der Gesamtmarkteinschätzung und sagst, okay, wo steht der Markt? Dann gehst du in eine Sektorenanalyse, dann kommst du in einen Einzelwert. Dann suchst du, genau wie Carsten das gesagt hat, ist das ein Einstiegssignal und dann von den Einzelwerten die Optionsketten. Und ich habe ja da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Bei 80% der Werte, mal ganz grob, funktioniert das meistens nicht. Also selbst wenn du einen tollen Scanner dir gebaut hast, der nur für Aktien ist, hast du vielleicht bei 20% Glück, dass es dann funktioniert, dass du das richtige Open Interest hast, dass der Abstand passt und so, das Delta, was du brauchst und so. Das ist teilweise wild. Aber wir gehen hier das Schema auch dann mal ganz genau durch. Ja, die Komplexität der Analyse, das kann einen echt sehr schwierig machen. Ich habe es ja hier schon für mich einfach gemacht, dass wirklich die Information schon rausgegeben werden kann. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das ist, wenn du da einfach nur durch die TWS gehst und dann irgendwelche Optionsketten durchsuchst. Da ist halt wahnsinnig, weil es halt doch eine gewisse Zeit braucht, um dann zu sagen, ja, stimmt das jetzt für diesen Wert oder eben nicht. Und dann diese Sicherheit in der Strategie. Damit kämpfen ja doch viele. Funktionieren jetzt Strategien, funktionieren die nicht? Und ich habe das jetzt mal hier. Woher habe ich die Idee für die Strategie? Da kommt es wieder. Ist es jetzt hier irgendwo von YouTube gewesen? Ist es von irgendeinem Buch? Ist es von irgendeinem Guru oder irgendeinem Seminar? Kann ja alles Mögliche sein. Preisen ja diverse Leute an. Aber passt die Strategie erstmal rein praktisch? Kann man damit Geld verdienen? Oder eben nicht. Und dann die zweite Frage, passt die Strategie zu mir? Und muss ich wieder die Strategie anpassen oder muss ich die wechseln? Das sind ja immer wieder die Fragen, die jemanden beschäftigen, der hier mit diesen Optionen auch rumhantiert. Gerade wie jetzt die Märkte gefallen sind oder heute fallen sie ja auch wieder ganz wild. 15. Dezember 2022, da muss ich immer wissen, ja, passen denn die Strategien, so wie ich sie handle oder was muss ich tun? Auch ein ganz Genau. wichtiger Punkt, Markus, ist da, den hattest du in dieser Grafik gezeigt, in welcher Schrittfolge du vorgehst, dass man im Endeffekt auch eine Gesamtmarkteinschätzung macht. Also es war gestern bei mir im Webinar auch Thema, dass ich jetzt sage, was macht der S&P? Wie groß sind die Chancen, dass wir da drüber springen über diesen Widerstand oder gehen wir drunter? Und ich fand die Situation, Entschuldigung, gestern sehr zwiespältig, sodass man ja doch schon ein hohes Gewicht im Endeffekt auf die Gesamtmarktanalyse legen muss, oder? Absolut. Also für mich ist das so, das Erste, was ich mache früh, ist, dass ich schaue, wo steht denn. Bei mir ist es halt, gerade weil ich im amerikanischen Markt tätig bin, fast immer der S&P. Aber ich habe das hier, glaube ich, auch aufbereitet. Genauso, wie ich da vorgehe. Also einfach nur mal, dass man es ganz stur für heute, mal so ein Ding und dann kommt man natürlich in die Praxis. Dass es kein langweilig wird. Also, wie finde ich in der aktuellen Marktlage die richtige Strategie? Und ihr habt ja das Marktmodell schon mal gesehen. Das heißt, dass wir dann schauen,
gibt es hier Cash Secured Put, Bear Calls. Und da darf man auch nicht sich so einschießen, dass ich sage, ich will nur die eine Strategie, sondern dass halt so ein paar wesentliche auch dann drin sind, die wichtig sind. Das heißt, dass ich in alle Trendphasen investieren kann. Genau, und dann bin ich jetzt mal hier so reingegangen, habe einfach mal die Indizes, also die Sektoren aufgemacht. Und da sieht man dann zum Beispiel hier der XLV, der dann da ist. Und da werden mir schon mal verschiedene Strategien angezeigt, aber kein nur ein Vertical Call Spread. Und dann für den XLU gibt es ein paar mehr Strategien. Und dann ist die Frage, wie man sich positioniert. Und da waren wir ja gerade bei diesem Schema schon. Das heißt hier die Gesamtmarkteinschätzung, die Sektorenanalyse, der Einzelwert, also Einzelwert, den Trend, da kommen wir auch gleich nochmal genauer rein, was ich darunter verstehe und dann das Einstiegssignal und dann die Optionskette. Genau, und das, entschuldigt bitte, ich kann nicht schön malen, aber für mich war das so das Bild, was ich heute früh gesehen hatte. Dass das erstmal so eine SKS im kleinen Maße ist, also so eine Schulter-Kopf-Schulter. Das heißt, ich habe erstmal gesehen, also richtig bullish schaut es halt nicht aus. Das heißt, shorte Branchen suchen. Gehen wir wieder rein. Wo hatten wir das? Shorte Branchen. Ah, da unten war doch was short. XLC. Steht auch was von Bear Call. Und da, wenn ich dann reinklicke bei Bear Call, kriege ich auch einen Bear Call. Boah, welch Wunder. So, und so schaut das dann bei mir im Trade Scanner aus. Das heißt, ich habe dann hier einfach drauf gedrückt, Search. Und dann kamen hier diese drei Werte. Ich habe jetzt keine großartigen Einstellungen gemacht und dann einfach drauf geklickt und gesagt, okay, Billy, war dann so die Tagesempfehlung zum Beispiel, weil die auch die höchste Prämie hatte für diesen Preis. Das heißt, 22% bezogen auf die eingesetzte Margin ist ja schon mal nicht so ganz verkehrt. Genau. Und was ich auch sehe, ist, da ist so ein riesenroter Balken dann noch hier in diesem, in diesem Mittelbereich. Und der spricht davon, dass da Open Interest auf der Call-Seite ist. Und diese Call-Seite ist natürlich dann wieder interessant, weil da sich mehrere positionieren und auf der Put-Seite ist fast nichts. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dann weiterfällt, ist eher größer, dass er noch ein bisschen verprügelt wird. Genau. Und dann jetzt das Wichtigste, Trend. Also so ist ja ungefähr ein Trend. Das heißt, ich habe hier einen Trendstart, ich habe einen Tiefpunkt, ich habe einen Hochpunkt. Dann wieder ein Tiefpunkt und dann unbestätigtes Hoch. Jetzt schauen wir uns das mal an. Schaut das ähnlich aus? Mal so ganz grob drüber gemalt, würde ich sagen, ja, passt. Also geht runter. Ich habe tiefere Tiefs gefolgt von tieferen Hochs. Abwärtstrend, ganz klar. Und dann kann ich so einen Trade auch mal machen. Das heißt, dass ich dann reingehen kann und sagen, okay, welche Werte passen denn dafür? Und dann natürlich die Frage, wie gibt man sowas ein? Wir können das jetzt auch gleich nochmal praktisch in der TWS machen, aber jetzt mal rein, dass ihr auch den Weg schon mal so gesehen habt. Ihr habt im Trade Scanner auch immer das Thema, dass ein Block da ist und der ist ein riesiges Thema, weil da sehr viele Informationen drin sind. Also Carsten hat da seinen Kurs drin und ich habe auch jede Menge Eingabewerte und Felder und sowas gemacht, dass du was suchen kannst. Das heißt, hier unten habe ich einfach nur Bear Call eingegeben in dem Feld und dann kommt hier auch sofort eine Thumbnail mit einer Bezeichnung. Das heißt, wann wurde das gemacht? Bear Call Spread oder Bear Call. Und dann drücke ich einfach hier auf Bear Call und dann kriegst du sofort das Video. 1 Minute 30, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Und dann kann ich das nachkochen. Und das können wir uns jetzt einfach mal auch anschauen im Trade Scanner, wie man sowas macht. Heute ist natürlich ein bisschen das Problem, dass die Märkte natürlich sehr stark schon am Fallen sind oder schon deutlich gefallen sind. Das heißt, wir werden um diese Zeit jetzt diese Prämien
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr kriegen. Das müsstest du wesentlich eher gemacht haben. Genau, aber gehen wir nochmal in den Trade Scanner hinein. Das heißt, hier haben wir einen Trade Scanner. Einfach nochmal den Weg, den wir gerade gegangen sind. Das heißt, hier unten war ja dieses, bin hier drauf gegangen, Bear Call, drück drauf, Search, da ist der Wert, zack, und fertig bin ich. Also, und Nelson war so freundlich und hat mir hier eine TWS mal gegeben, dass wir uns das auch nochmal hier direkt anschauen können. Das heißt, so schaut zum Beispiel die TWS aus. Ich gehe dann mal in die klassische Trading, Option Trader. Gut, und dann brauche ich den Wert. Ich muss bloß das immer mir wieder hier zurechtdrücken oder ich ziehe es mir auf die andere Seite, dass ich es noch sehe. Das heißt, das war jetzt hier Billy. Drücke Billy und nichts passiert. Da kommt sie. Dann haben wir hier auch die Optionsketten. Das heißt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist erstmal den Expiration Date. Das ist hier zum Beispiel der 23. Also 2023 Januar und dann 20. Das heißt, gehen wir mal da drauf. Ist manchmal hier nicht alles zu sehen. Das heißt, ich muss da erstmal suchen auf mehr. Der normale Verfall ist das in dem Fall. Und dann heißt es wahrscheinlich Mist, genau den Verfall oder den Strike haben wir nicht. Weil das ist ein 40er, der angezeigt wird und den gibt es hier gar nicht. Das Thema haben ja öfters mal die Leute. Und dann musst du hier einfach reindrücken, alle Basispreise und dann hast du hier Rot und Blau. Und Rot ist zum Verkaufen. Das ist genau das, was man dann macht. Das können wir uns jetzt mal hier anschauen. Und dann sagt er hier ein Limit. Das ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil wir nur zwischen Geld und Briefkurs was haben. Das heißt, irgendwo so um die 46 Cent sollte dann das sein. Da können wir dann jetzt mal hier einen Tag versuchen, mal die Übermittlung. Dann kommt hier wieder. Wir können dann ins Risikoprofil schauen. Das hat sich jetzt auf der anderen Seite bei mir geöffnet. Kann man wahrscheinlich kaum erkennen. Genau, probieren wir das mal aus. Und gehen dann noch ein klein wenig tiefer. Also ich würde mir normalerweise immer noch den Kurs anschauen. Order ausgeführt. Oder ausgeführt, hat er gesagt. Genau. Gut, jetzt haben wir den Wert ja im Depot. Das heißt, wir können uns das hier im Portfolio anschauen. Und was dann das Übliche ist, was ich direkt mache, also bevor ihr irgendwas anderes macht, wir haben jetzt hier 43 Cent gekriegt. Jetzt gehen wir einfach mal in so einen ganz einfachen Taschenrechner rein. Rechner tippe ich da mal ein. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Also 43, also 0,43 mal 0,4, das ist 40 Prozent davon. Und dann heißt es 17 Cent. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf. 17 Cent möchte ich zurückkaufen. Also wenn der Wert hier runtergefallen ist. Und dann sage ich einfach schließen. Also für mich immer das Wichtigste, schließen, weil dann kann ich keinen Fehler machen. Muss ich jetzt kaufen? Was muss ich drücken? Das ist eine Limit Order. Genau richtig. Dann 17 Cent. Gibt es hier nicht, kann ich hier runter gehen oder eben dann hier oben das eintippen. Immer kein Problem. Jetzt hier tippen wir das mal so ein. Und dann ist wichtig, dass der Good Till cancelt, weil wir wollen das ja nicht heute. Also wenn er heute das schaffen würde, wäre gut, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher unwahrscheinlich. Und dann sagen wir einfach übermitteln und dann ist das schon mal fertig. Das heißt, ich muss nur noch schauen, falls der Wert nach oben geht, ob ich da ein Problem habe. Und hier ist die Order jetzt einfach schon mal vordefiniert. Die sieht man auch im klassischen Trading. Bei den offenen Positionen ist es hier genauso sichtbar. 17 Cent. Und hier könnte ich auch noch die Preise verändern, wenn ich das möchte. Ich rate meistens dazu, dass man eher auf gerade 5er oder sowas geht. Das heißt dann eher 20 Cent oder 15.
Da ist die Ausführungswahrscheinlichkeit oft höher. Das ist meine Erfahrung. Gut. Markus? Ja, hier ist einer. Sehr schön, dass er da ist. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist im Endeffekt wie beim Aktienkauf das Kauflimit, was ich im Endeffekt als Target eingebe für einen Teilverkauf. Machst du bei deiner Versicherung, die du quasi verkaufst, musst, dass es umgekehrt funktioniert, dass der Preis ja sinkt und du durch diesen Verlust in der Prämie wieder zurückkaufst und die Differenz dann einstreichst. Ganz genau. Ganz genau so ist es. Dann haben wir ja richtig aufgepasst. Sehr gut, sehr gut. Genau, jetzt können wir das gleiche Spiel mal machen, wenn ihr wollt, mit dem Strangle. Weil, ehrlich gesagt, in dieser aktuellen Marktphase mag ich es total gerne, Strangles zu handeln, weil wir dann weiter weggehen können. Beim Strangle ist es jetzt nicht so ganz entscheidend mit der Branche, weil ich da noch mal einen bestimmten Filter drin habe. Also hier Option Scanner Strangle. Und der Filter geht so, dass ich im Prinzip sage, der Wert soll in 90 Tagen und 30 Tagen und in der letzten Zeit im Prinzip nicht wahnsinnig viel mehr als 2% geschwankt haben. Oder dann in der Maximalschwankung mal 10%. Und deshalb kriegt man hier relativ viele Werte jetzt auch mal. Genau. Wir wissen ja zurzeit, die Märkte gehen verrückt wie sonst mal was. Also was meine Lieblingseinstellung mal so ist, klar, hier kann ich 20 bis $100, machen wir mal ruhig ein bisschen mehr. Gehen wir mal ruhig von 100 auf $300, weil da sind oftmals die Schwankungen geringer von den Werten. Das kann ich schon mal einstellen, da habe ich schon ein paar wenige. Und jetzt möchte ich, zur aktuellen Zeit möchte ich ein geringes Risiko haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn das so wild ist, dann lieber kleine Brötchen backen, aber konstant. Da haben wir gerade nichts. 0,1. 0,1 kann ich hier so zum Beispiel eintippen. Und dann kommt nichts. Was habe ich hier angestellt? Nochmal. Vielleicht ein bisschen optimistisch. Das machen wir beim Put. Gehen wir auch noch mal ein bisschen weiter runter. Ja, jetzt haben wir ein bisschen viele Werte und dann suchen wir noch ein bisschen höheres Open Interest. Gut, und dann haben wir so ein paar Werte. Und was wir hier suchen, sind Werte, die schön in der Seitwärtsphase sind. Hoppala. Ups. Tun wir uns das mal an, was wir hier finden. Kann sein, dass wir hier mehrfach ist ähnlich. Ganz wichtig, keine Healthcare-Werte, weil die können euch um die Ohren fliehen. Wie hier bei Adrian. So einfach was Langweiliges. Und was wir dann noch suchen, ist, dass wir Open Interest Levels möglichst in dem Mittelbereich haben, dass da richtig viel ist. Also da klickt man jetzt einfach mal kurz durch. Und hier schaut es doch schon mal nicht verkehrt aus. Das heißt, hier haben wir relativ viel im Mittelbereich. So, mal weiter. Das, was mir nicht gefallen hatte, war, dass er, ich gehe nochmal zurück, dass der Kurs hier schon relativ weit unten ist. Das möchte ich so nicht haben, sondern ich möchte, dass der ziemlich im Mittelbereich auch ist. Hier fehlt mir der obere. Qualcomm. Das ist doch was. Vielleicht können wir, genau, Qualcomm. Schauen wir uns das mal an in der TWS, was wir da haben. Das heißt, ihr könnt ja hier auch mal das Chart öffnen und seht dann die täglichen Kerzen. Wir können uns das auch mal größer ziehen. Genau. Und hier sehen wir im Prinzip seit September hat der kaum großartige Schwankungen. Also wenn der Wert jetzt hier 117 ist, dann mal 15% hoch runter. Ja, er ist ziemlich genau hier in diesem Mittelbereich. Genau. Jetzt, was haben wir an Trade-Vorschlag? Wir sind hier unten in dem Bereich. Wir können hier dann auch noch schauen, gibt es vielleicht Prämien, die noch ein bisschen weiter unten sind und noch ein bisschen weiter oben was haben. Einfach nur mal eine Sicherheit. Also wir
Wichtig für mich ist immer da zu sagen, okay, ihr habt hier jetzt hier einen Vorschlag, aber ihr könnt ja davon noch ein bisschen variieren, je nach Marktlage. Genau, das heißt, hier unter diese 100 ist zum Beispiel nicht verkehrt zu gehen und dann hier oben über die 135 oder sowas. Schauen wir mal an, dass wir da was finden. Das heißt, wir gehen hier wieder in den Option Trader hinein. Und jetzt ganz wichtig, Strategy Builder. Damit kann man gleichzeitig die Option kaufen, die Put verkaufen und gleichzeitig den Call. Das heißt, wir gehen hier in den Qualcomm, tippen wir ein. So, eingegeben. Jetzt haben wir auch das Datum. Wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, müsste auch der Standardverfall im Januar sein. Das heißt, hier wieder das Gleiche. Jetzt ist es aber hier schon Gott sei Dank richtig eingestellt, dass ich den finde. Genau, und dann hatten wir gesagt, wir wollten einen 130er Call. Das hier. Call. Wir können anfangen mit einem Put oder mit einem Call, je nachdem, was man als erstes haben will. Und dann auf der unteren Seite hatten wir gesagt, hier unter die 100 gehen wir. Ups, sollten wir auch in den Option Trader wieder reingehen. Das heißt, ich suche hier was. 95, klingt doch gut. Dann steht hier auch Short Strangle. Und jetzt wissen wir hier den Preis nicht. Also wenn ihr die normale TWS habt, also nicht hier die Demo, dann zeigt er das auch meistens an. Jetzt wissen wir hier 2,16 und 2,10. So ist der Teilbereich. Das heißt, irgendwo um die 2,13 wird das Mittel sein. Und den können wir jetzt einfach mal losgeben. Schauen wir mal die. Hier zeigt sich das Risikoprofil, das heißt, was kostet es mich die Abweichung und wie hoch ist meine Gewinnwahrscheinlichkeit? 80%, das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Das kann man auch noch ein bisschen trimmen, indem man zum Beispiel sagt, ich gehe noch ein bisschen weiter raus, aber so grundsätzlich würde ich sagen, ist das nicht so ganz völlig daneben. Dann macht es jetzt hier so einen hellblauen Status, dauert ein bisschen, bis es dann grün wird. Hier habt ihr wieder den Geld- und Briefkurs, das heißt, irgendwo dazwischen wird es dann passieren. Jetzt versucht er das zu übertragen. Genau. Versuchen wir es einfach mal mit dem niedrigeren, mit dem Geldkurs, dass wir auch ausgeführt werden. Ah ja, hier sagt er kaufen und es ist Minus. Also nicht verwirren lassen, das kann durchaus mal passieren. Möchte jetzt aber hier mal ausgeführt werden. Macht nichts Grünes. Dass ihr auch seht, wie man den schließt. Nichts passiert. Das ist jetzt blöd. Offensichtlich auch nicht so viel los. Ups, gerade im Arduino. Wollte eigentlich in die TWS das nochmal anschauen. Müssen wir jetzt einfach ein bisschen Geduld haben, aber der scheint hier nicht wirklich viel zu machen, gerade der Kurs. Naja, aber ihr könnt es euch vorstellen, vielleicht wird es im Laufe des Webinars, dass wir noch eingebucht werden mit dem Preis und dann kann man das handeln. Gut, dann genau. Cash Secured Put ist natürlich auch so ein Thema, wenn man das handeln will. Also zurzeit finde ich schwierig, ehrlich gesagt, Cash Secured Puts sinnvoll zu handeln, weil die Märkte einen hier fast immer neu entgegenfliegen. Wir hatten das zwar gesehen hier bei den im Marktmodell, dass da noch ein klein wenig was ist hier in dem Bereich, aber es sind halt viele, viele Werte, die jetzt einfach auch stark korrigieren. Können nochmal in die TWS gehen mit dem XLU.
Könnt euch ja hier auch diese Werte anschauen. Ihr seht ja auch, dass er hier hochgelaufen ist und jetzt hier eher am Fallen ist. Hat sich jetzt ein bisschen wieder gefangen. Carsten, was denkst du? Find mal was. Also es wird schwierig. Also XLU ist schon eine relativ defensive Branche, logischerweise. Wenn man sich die im Tagesschart anschaut, dann hat sie ja ein neues Hoch gemacht, korrigiert. Und wenn ich mir das im S&P ansehe, im Verhältnis dann zur Branche, dann sieht das recht gemäßigt aus. Also heißt nicht, dass da die Korrektur zu Ende ist, aber im S&P 500 schaut sie jedenfalls bei mir wesentlich tiefer aus. Das würde ich auch so sehen. Ne? Also die Also Branche habe ich auf jeden Fall ich würde gestern auch jetzt auch nicht, besprochen. wenn fallende Märkte sind, in eine Long-Position reingehen. Also das ist nicht so mein Ding. Ja, ich Ich habe warte gestern auch einfach. gesagt, wer das nicht aushalten kann und immer noch an die Jahresendrallye glaubt, der sollte lieber dann wenigstens die Positionsgrößen halbieren, wenn er jetzt unbedingt einen Trade Long nicht versäumen will in einer bestimmten Aktie. Aber letztendlich entscheidet immer der Grundmarkt darüber. Natürlich können immer Aktien sich genau gegenläufig zu so einem Trend verhalten, der in der Gesamt im Index läuft, weil ja so ein Index auch gewichtet ist. Aber der Markt in der Gesamtheit reißt dann vielleicht doch die eine oder andere Long-Position mit. Und deshalb ist es da oben einfach nicht schlau, Long zu gehen, sondern dann im Endeffekt einfach die Füße still zu halten. Das ist ja auch nicht schlimm. Genau, das sehe ich ähnlich. Also, wenn der Gesamtmarkt nicht mitspielt, warum soll man sich das Risiko antun? Das ist. Aber ich will es nur mal zeigen, wie es theoretisch gehen würde. Also, es ist jetzt genau das Gegenteil von einer Handlungsempfehlung. Das heißt, dass man dann sucht, okay, es gibt hier Werte. Aber ich kann natürlich hier gleich suchen, NEP im Option Scanner. Ja. Finde den Wert natürlich, den Januarverfall. Und dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, dass man dann sagt, okay, hier ein 70er Strike oder sowas. Aber wie schon gesagt, wir müssen uns erstmal das Chart anschauen. Hier sieht man auch einen Riesenspread auseinander, also zwischen Geld- und Briefkurs. So etwas würde ich nicht handeln, weil da kriegst du es kaum hin. Außerdem ist hier das offene Interesse etwas schwierig. NLP. Schauen wir uns das nochmal an. Klick hier. Wenn ich zu Das schnell sieht nicht klicke, so wird gut er selber. aus, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Guck Also. dir das mal an. Da sehen wir ein Gap, ein Down Gap links daneben. Ja, da siehst du ja, das ist dieses Down Gap und das dient immer als Widerstand. Das lehre ich ja den Leuten auch. Und bei erhöhten Volumen trifft es auf eine extreme Hürde und ist heute im Endeffekt schon ziemlich nach unten geprügelt worden. Ja. All das. Kann man machen, ist aber dann eine schlechte Idee. Genau, das heißt, vermeidet sowas, sondern kontrolliert hier einfach nochmal, was los ist. Geht auf den Gesamtmarkt, geht auf den Sektor und dann sieht man das ja auch. Und was auch hier vielleicht wichtig ist im Marktmodell, ihr habt ja hier den Schieberegler zu schauen, wo kommen wir denn her? Und vor ein paar Tagen waren wir deutlich, deutlich weiter oben. Das heißt, dass hier auch die Werte so runtergeschossen sind. Und das heißt ja auch, dass erstmal Korrektur angesagt ist. Das werden wir hier noch einbringen, dass man dann sieht, die Anzahl Korrekturtage oder von wo kommt er, dass es für euch natürlich einfacher wird. Genau. Gut. Jetzt wäre ich hier erstmal mit den wesentlichen Themen fertig. Vielleicht noch ein Thema, was man machen kann, wenn man jetzt mal in so eine, also. Hier habt ihr ja auch dieses Schema. Ist das hier eher ein Aufwärtstrend? Ist das ein Abwärtstrend? Ich würde eher sagen, das ist hier haben wir ein Hoch, hier geht es runter, hier haben wir ein höheres Hoch und dann hat sich hier noch nicht ein ganz sauberer Trend gebildet. Hey, jetzt ist die Order Oh, ich gekommen. hab's Du, gehört. das ist gehört. Vollkommen. Machen wir erstmal hier, dass man wieder weiß, wie geht's. 2 $ haben wir den Preis gekriegt. Manchmal muss man hier einfach Geduld haben mit diesen Sachen. Es ist nicht so, dass das fortgeht. Hier machen wir 2 $ mal 0,4, also ganz simpel, kann man auch ausrechnen, klar, 80 Cent. Und dann ist es, wo ist er hin?
Wer hat meine Order geklaut? Ich mach nochmal hier kleiner. Kann ja manchmal passieren. Da ist er. Und dann auch wieder ganz simpel schließen. Damit er gar nicht groß überlegen muss. Dann hat man hier gesagt 80 Cent. Hier ist jetzt ein bisschen zu viel zum Scrollen. 0,8 gebe ich dann ein. Besten. Genau. Halt, der ist jetzt hier falsch rum. Vorsicht. Geh noch mal kurz raus. Mach das noch mal. Muss man ein bisschen aufpassen. Der ist hier im Minusbereich, das heißt, hier sollte es auch im Minus sein. Das heißt, muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal kann es sein, dass es sich dann wieder umdreht. Auf jeden Fall wollen wir hier die 80 Cent dann auch im Minus haben. Wenn das im Minus ist, soll das genauso sein. Dann GTC und dann übermitteln. Genau. Und dann ist die Order schon drin und wenn er in den richtigen Zeitwert reinläuft, ist alles gut für uns. Genau. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal gemacht. Wir haben eine Frage, und zwar vom Frank. Billy war ein Biercall, für welchen gleich der Ausstieg bei 17 Dollar hinterlegt wurde. Besteht beim Strangle auch ein Ausstiegsszenario? Empfiehlt sich hier nicht ein Iron Condor, um die Margin-Anforderungen zu reduzieren? Hier spricht offenbar ein Spezialist. Die Frage ist natürlich gerade beim, wo kommst du her? Was hast du für eine Unternehmensform? Das ist erstmal das A und O bei der Geschichte. Das heißt, wenn du Österreicher und Schweizer bist, ja, kann das total interessant sein. Oder wenn du eine vermögensverwaltende GmbH hast. Ansonsten hast du ja hier immer das Thema, also für alle, die es nicht kennen, ein Iron Condor ist im Prinzip fast das gleiche wie das Strangle, nur dass ich nochmal eine Versicherung mir dazu kaufen kann. Schauen wir mal ran, ob wir da was finden. Hier. Vielleicht haben wir hier auch Qualcomm. Ne, gerade nicht, weil der Wert ja deutlich höher war. Ups. Müssen wir hier ein bisschen hochgehen. Qualcomm, da haben wir es. Und das muss erstmal so visuell haben. Das heißt, ich habe auf der einen Seite den verkauften Put, ich habe den verkauften Call, das ist jetzt noch nicht angepasst, wie wir es gerade gemacht hatten. Und ich habe dann nochmal einen gekauften Call dazu und einen gekauften Put dazu. Damit reduziert sich natürlich die Margin. Da hast du absolut recht, Frank. Und ich habe das Risiko auch begrenzt auf diese Differenz hier, der einen Seite. Wie kann man noch ein Ausstiegsszenario bauen? Also, was passieren kann? Jetzt gehen wir ruhig mal in diesen Bereich von Qualcomm rein. Das heißt, hier ist jetzt der Put drin, den wollen wir nicht, sondern wir wollen ja den Tagesschart einfach nochmal uns anschauen. Ich mache das nochmal groß. Was kann jetzt hier passieren? Das heißt, wenn der Wert jetzt hier runterläuft, kann es ja passieren, dass er hier einfach mal so diesen Abgang macht. Wenn man hier unter unser 100 kommt, 20%, wäre jetzt nicht schön. Was ich klassischerweise dann angehe, ist zu sagen, okay, wie weit würde er denn von hier unten wieder nach oben laufen? Weil der Kurse laufen ja, wie ihr hier auch immer seht, die machen ja immer dieses Zickzack. Immer so ein Zickzack. Irgendwie. Wir wissen nicht, wann das auftritt, wie weit das auftritt, aber die machen immer irgendwo so ein Zickzack. Das heißt, für mich ist so ein Ausstiegsszenario, dass wenn er irgendwie hier so runterläuft, dass ich sage, zumindest mal vom Fibonacci, das zeichne ich mir dann ein, vom letzten Hochpunkt bis zu dem aktuell gebildeten Tief, dass er dann die 38% wieder zurück korrigieren sollte. Das könnte mit fast jedem Chartprogramm machen. Und das kann jetzt passieren, dass ich da den Put habe und damit eingebucht werde. Oder ich könnte natürlich die Aktie dann schon haben. Das weiß man nicht, wann das passiert. Also den zeitlichen Verlauf wissen wir nicht. Aber der Ausstiegspunkt ist dann wieder der gleiche, den ich mir dann hinsetzen kann.
nach oben. Wenn der Kurs jetzt hier drüber geht, könnte ich mir auch eine Stop-Buy-Order reinsetzen. Das heißt, falls der Kurs dann zu weit hochläuft, dass ich dann direkt rausgehen kann, vollautomatisch, oder dass er mir im Prinzip den Call macht und dann habe ich genau diesen Wert. Was oft natürlich dann passiert, wenn man Pech hat, ist der Kurs geht hoch, meine Order wird ausgeführt und dann fällt er wieder runter. Das ist klar. Das Risiko ist da, aber ich habe zumindest das mal gedeckelt auf den Einstiegskurs. Das ist jetzt wieder so ein Aktienthema. Aber wir können es ja ruhig mal hier setzen. Wir hatten ja jetzt hier gesagt, wir haben den 130er Call. Wir können ja hier auch das mal machen, dass wir sagen, hier Qualcomm. Also ich gehe dann in die Favoriten rein. Wird mal ein bisschen TWS-lastig, aber das schadet ja auch meistens nicht. Ja? Dass wir dann sagen, okay, wir würden eine Qualcomm kaufen. Und zwar, wenn ein Stop auftritt über 130. Oder sagen wir mal bei 128 oder sowas. Ups, machte das. Ärgert mich. 128. Kann ich hier dann eingeben, GTC. Ohne groß, was, genau, das ist ja so klassischer Stop. Bin ich hier richtig? Für den Stop-Buy? Ja, okay. Ja, alles gut. Und dann übermitteln. Der ist jetzt hier auch drin. Da sieht man den Stop. Den kann ich dann auch hoch und runter verschieben, wenn es sein muss. Und jetzt ist meine Position im Prinzip abgesichert. Da brauche ich nicht erstmal nicht so groß drauf schauen, sondern ich sehe, wenn jetzt hier der Kurs zum Beispiel bei diesen 80 Cent ist, also wenn da $80 steht, dann würde ich, wenn alles gut läuft, ausgeführt. Und wenn er nach oben drüber schießt, hätte ich meinen Stop nach oben. Und das andere Ausstiegsszenario mit dem Strangle habe ich, glaube ich, auch erklärt. Das heißt, wenn er runterkommt, dass ich dann wieder rausgehe aus der Position. Nach unten würde ich aber keinen Buy-Stop oder sowas machen. Genau. Carsten, hast du es auch verstanden als Nicht-Optionshändler? Also diese Sachen sind zwar mega interessant, aber ich würde mich auf die einfachen Dinge, sage ich mal, konzentrieren, die ich beherrsche. Dann würde ich am Anfang auch jedem empfehlen, vielleicht einfach nur mit einem Cash-Secured-Put anzufangen und oder ein, wie heißt das andere Ding, auf Call-Basis, Bear wo Call. man die Ja, wobei Aktien hat. das Strangle hat den riesigen Vorteil, dass du in der Seitwärtsphase halt sein kannst und relativ große Scheunentore dir setzen kannst. Das heißt, es ist Okay. wesentlich entspannter, sobald du hast auch nicht die Schwankung im Depot. Das ist eigentlich das Schönste an der Geschichte. Das heißt, wenn der Kurs jetzt mal nach oben geht, dann kriegt ihr erstmal der Call, der wird negative und der Put verdient. Das heißt, das gleicht sich ein bisschen aus. Beim Cash Secured Put schwankt es deutlich mehr oder beim Bear Call. Okay. Das heißt, das ist ein wesentlich ruhigeres Konto. Weil für mich ist das Strangle eine der schönsten Strategien überhaupt. Das klingt erstmal schwierig, aber es ist ein relativ einfaches Prozedere, was ich immer wieder so mache. Na, ich Habt sag ihr noch mal, weitere Fragen? durch die Angabe von denen, was du im Endeffekt suchst und was du eingeben musst, ist natürlich wesentlich erleichtert, als wenn ich mir da völlig aus dem Signal, aus dem Chart heraus dann noch die Optionsketten raussuchen muss. Da stelle ich mir viel schwieriger vor. Das ist auch ein Graus, ja, genau. Aber wenn du schon mal grob eine Richtung hast, dann ist es total einfach im Prinzip dann zu sagen, ah ja, bei dem Wert macht es Sinn, weil die technische Analyse, die wird euch hier schon übernommen. Das heißt, der Kurs läuft ja erstmal hier seitlich. Das heißt, da braucht ihr erstmal nicht so groß überlegen, kann das überhaupt so sein? Und das war ja auch so der Grundgedanke hier beim Trade Scanner, dass ihr diesen Fehler nicht mehr so stark machen könnt. Das heißt, vielfach ist ja genau das Problem, dass suche ich die richtigen Werte daraus, suche ich die richtigen Optionsketten, habe ich das Signal richtig?
Das ist alles weg. Das ist hier automatisiert. Genau. Muss ich noch eins dazu sagen, dass es natürlich normal ist, dass man auch noch einen, sage ich mal, Verlust-Trades macht. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass nicht alles 100% funktioniert. Also wir sind auch keiner, die in eine Glaskugel schauen und sagen, das sind die, sondern wir haben eine Strategie, die wir im Endeffekt abbilden, wo man dann drüber schaut nochmal mit dem Sachverstand, den man hat. Und ganz wichtig, immer dieses allgemeine Marktklima beziehungsweise die Marktvorbereitung auf den Index auch zu sehen, was macht der Gesamtmarkt, ja. Und sagen wir, die Reaktion heute hätte auch nach oben gehen können im S&P. Und wenn man das nicht weiß, wo man sich positionieren soll, dann würde man da eigentlich lieber die Finger von lassen. Ja. Also ich spreche jetzt aus Aktiensicht. Bei Optionen gibt es dann vielleicht, sage ich mal, auch noch Strategien, wo man dann, sage ich mal, die Volatilität ausnutzen kann, die vielleicht irgendwann jetzt die nächsten Tage wieder rausgeht. Genau. Aber so rein vom Prinzip ist es natürlich genau das Gleiche, ja? Dass man sagt, okay, an den bestimmten Tagen, da sind wir genauso aktiv, ja? Also Carsten und ich. Vielleicht setze ich noch dazwischen irgendwo, wenn zum Beispiel gerade der S&P so eine leichte Korrektur macht oder so, da setze ich halt dann auch ganz gerne Strangles, weil das eine schöne Zeit ist dann. Genau. Habt ihr noch Fragen? Jetzt sind wir noch da. Na, erstmal taucht dir keine weitere Frage auf. Gut. Ansonsten, genau, wir haben ja hier noch das Angebot, dass wenn ihr bei... Ah, da kommt noch was. Zu welchem Zeitpunkt des hinterlegten Ausstieg bei 40%, fragt der Frank, des Optionswertes wird die Option verkauft? Der Zeitpunkt. Der Ja. Zeitpunkt. Der Frank, du bist Zeitpunkt. nicht lästig. Fragen sind immer erwünscht. Ja, genau. Das ist eine gute Frage, wann der Zeitpunkt ist. Es gibt nach der Formel, wie du die Option berechnest, kannst du natürlich dann immer das abschätzen, wie viele Tage sind das noch. Aber da muss der Kurs ganz genau parallel laufen. Das sind ungefähr so, wenn er gleichmäßig läuft, das ist ungefähr die Hälfte der Zeit. 40 bis 60% der Zeit. Das ist also meistens so in dem Dreh. Das kann mal ein bisschen eher, kann mal ein bisschen später sein, weil der Preis ist nicht immer identisch. Also vor allem spielt da auch noch mit rein, was, also gerade bei dem Preis, also wenn der Kurs dann, also zum Beispiel der Index unten angekommen ist und dreht nach oben, dann verliert ja auch die implizite Volatilität was. Und das wird dann natürlich ein bisschen auch in den Preis mit reinspielen. Das heißt, wir haben einmal die Zeit und dann die implizite Volatilität des Einzeltitels und des Gesamtmarktes. Aber man muss es sich echt nicht kompliziert machen. Ich muss ja bloß wissen, was sind meine Grenzen, die wichtig sind. Wo muss ich reagieren oder was nicht? Ich habe ja immer nur dieses Ding, muss ich handeln oder muss ich nicht handeln? Was, und wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, ist ja schon vieles vordefiniert. Das heißt, ich muss ja dann nicht genau schauen. Aber das, was halt das Tolle ist, ich kann auch in der Seitwärtsphase richtig Geld verdienen mit extrem geringem Risiko. Und was eben auch ein schönes Thema ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in schönen Marktphasen bin, kann ich Trefferquoten von 95, 98% und darüber haben. Das macht natürlich das alles wesentlich einfacher für viele. Aber man muss schon sagen, der Dieter sagt, es ist einfach viel zu kompliziert für ihn. Vielleicht hat er sich mit Optionen noch nicht beschäftigt. Also ich habe mich schon damit beschäftigt und habe für mich entschieden, dass ich halt, wenn dann die einfachen Varianten handle.
Aber generell ist es so, dass man ja doch schon ein gewisses Basiswissen braucht und nicht jetzt völlig nackt gleich in so ein Optionsthema reinspringt. Also das würdest du doch schon empfehlen, oder? Absolut, genau. Also man muss schon ein gewisses Schulungsniveau mal gehabt haben. Ist jetzt nicht ganz dramatisch, ist keine Raketenwissenschaft, also wirklich nicht. Man musste die grundsätzlichen Sachen verstehen und dann, wie ist so eine Strategie? Das heißt, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus? Und vieles wird ja hier übernommen. Ja, also ich gehe auch mal so vor, dass ich mir so wie früher eigentlich im Endeffekt auch alles angeeignet habe an Wissen, an Basiswissen. Das ist ja heute auch sehr gut verfügbar. Oder man sucht sich jemanden, der sich halt da relativ gut mit auskennt, mit dem Basiswissen. Das ist immer die Frage, wie schnell man sowas lernen kann. Und das finde ich viel wichtiger, wie kann man es in der Praxis umsetzen, damit es für einen im Endeffekt auch in den Alltag passt? Und das war, glaube ich, die größte Intention, diesen Trade-Scanner zu machen, damit die Sachen schneller gehen. Die nimmt das, sage ich mal, das System an sich nimmt einen ja nicht das Fachwissen ab. Also wenn jetzt einer noch nie was vom Wort Börse gehört hat, der sollte jetzt nicht sagen, okay, ich habe was geerbt und ich gehe jetzt all in das Thema Optionen. Also da, das ist ja immer so. Also wenn ihr irgendwie anfangt, Handball zu spielen, dann kommt man ja auch nicht aus dem Schwimmbereich und rennt auf dem Platz rum und versucht gleich in der Nationalmannschaft zu spielen. Also da hört ein bisschen Training zu, ein bisschen Paper Trading, ein bisschen ausprobieren, sucht euch jemanden, der das selber auch praktiziert, um da über die Schulter zu schauen zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall den ich sehe auch hier, andere sagen, hey, Optionen sind das Wort für super gut. mit dem Trade-Scanner, Patrick, das freut uns natürlich. Und besser kann man kein Geld verdienen. Klar, man kann mit seinen Strategien noch diversifizieren. Man kann einen Teil Optionen machen, einen Teil kann man aggressiv traden, man kann softer traden, man kann investieren. Man soll ja nicht alles auf eine Karte setzen. Und das finde ich halt ganz wichtig. Ja. Aber eins sollte man immer können. Eins richtig gut, auf jeden Fall. Ja. Und das Genau. Genau, und Fokussieren ist egal, halt wie ganz du die wichtig. Analyse machst oder sowas, du kannst immer mal wieder auf die Nase kriegen. Aber Das das ist doch gehört irgendwo normal. hier auch dazu, gell? Das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist und du das nicht kannst, sondern der Markt hat das einfach so gespielt. Fertig, gell? Das ist jetzt nicht schlimm. Und deshalb hat man ja auch einen Stop-Loss, wenn du Aktien handelst, und wir haben Ausstiegsszenarien bei Optionen. Und du musst halt auch wissen, was weiß ich, wenn dann Leute sagen, ja, ich kaufe hier eine PayPal oder will bei PayPal das Spiel machen, oder ich schaue mir den Chart an und gehe dann mal so ein bisschen zurück. Muss nochmal groß. Dann haben wir hier auch runter, hoch, runter, hoch. Genau das Bild, was ich zuvor gezeichnet hatte. Ja? Also das ist genau dieser Abwärtstrend. Da brauche ich nicht erwarten, dass das gleich das Ding wieder hochschießt. Auch wenn es von da oben kommt. Das ist viel zu gefährlich dann einfach. Sondern ich muss sehen, in welche Richtung soll sich mein Trade bewegen, und dann kann ich danach handeln. Also beim Bear Call soll es runtergehen, und beim Cash Secured Put sollte es von links unten nach rechts oben gehen. Und das muss meine kleine Tochter im Schlaf im Prinzip auch können, das zu sehen. Also da braucht er keine Raketenwissenschaft draus machen, sondern das muss einfach so von links unten nach rechts oben gehen. Genau. Ja, und das ist auch ganz normal. Ich bin ja, Leute, die mich jetzt hier verfolgt haben, auch in den Webinaren, habe ich immer gesagt, dass ich in den letzten Wochen fast ausschließlich im deutschen Markt unterwegs war und bei diesen Positionen bin ich ausgestoppt worden. Nun, Gott sei Dank, weil wenn ich ein Target setze, so ähnlich wie der Markus das macht mit seinen Optionen, setze ich einen Teilgewinn mit Name und ziehe dann Stopp nach oder setze ihn sogar eng ran. Da bin ich ausgestoppt worden. Zwei Positionen sind im Verlust, also voll im INR minus, aber das ist völlig in Ordnung. Die anderen Positionen sind plus minus null ausgestoppt und der größere Teil ist Gewinn ausgestoppt worden. So. Und letztendlich bleibt dann etwas Positives übrig, was aufgrund der Marktsituation jetzt auch nicht verwunderlich ist. Aber das ist mal das Spiel. Ne? Also von daher, allgemeine Marktsituation einzuschätzen, einen Blick auf die Märkte zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Also
Absolut, ja, genau. Aber es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das meiste ist wirklich da eine Sicherheit reinzukriegen, dass man weiß, wann muss ich was machen. Ja, also dafür ist ja das Webinar, was wir hier mit FX Flat zusammen machen, letztendlich durch Börsensektoranalyse gucken wir immer auf die Indizes und dann sage ich halt, wie ich die Märkte vom Szenario einschätze. Ich kann euch nicht sagen, wo die hinlaufen, ja, aber wie wir uns verhalten und ob man da was machen könnte oder nicht. Und das einfach immer wieder, sage ich mal, zu üben, das schult im Endeffekt die Gedankengänge und man bleibt aus gewissen Situationen dann einfach auch mal fern, weil man dann irgendwann sagt, nee, meine Chance zu dem, was ich gewinne, ist minimiert, weil der Markt zu riskant ist. Ja, und wenn man dann doch reingehen möchte, weil man es nicht aushält, sage ich immer, wenn du das schon machst, was ich dann vielleicht nicht tun würde, dann nimmt wenigstens eine kleinere Positionsgröße, dann tut das nicht ganz so weh. Genau. Und es ist ja auch nicht wichtig, was du jetzt hier in einem Monat machst, sondern was machst du in 5 Jahren noch? Wo steht da dein Konto? Du willst ja kein vernichtetes Konto haben. Absolut. Der S&P fällt übrigens immer weiter. Also wir hängen jetzt mal so satt drin bei, wenn ich jetzt mal hier in den Intraday-Chart gerade mal so rein switche, bei minus 3,2, in der Nasdaq hängen wir bei minus 3,5. Da sage ich mal Respekt. Ja, das ist mal deutlich, gell? Nur zur Info, in TradeScanner gibt es da auch noch eine schöne Strategie. Und zwar hier im Advanced-Bereich. Und das ist dann einfach Bear Put. Dass du dann sagst, okay, welche Werte sind denn hier hoch genug? Und du kaufst einen Put und möchtest da möglichst wenig haben. Hier zum Beispiel viel Luft. Und dann gibt es hier auch Vorschläge, wie könntest du da Geld verdienen? Nur mal so als Info. Okay, also die Strategie sollte man sich schon mal zu Gemüte geführt haben, damit man das versteht auf jeden Fall. Genau. Ja. Ganz genau. Aber wir haben ja Dann das haben wir ja immer noch. auch mit Zahlen, dass man dann sehen kann. Ja, genau. Na Gut. Markus, wir haben eine Punktlandung. Also na gut, nicht ganz 3 Minuten überzogen. Ja, dann hoffen wir mal, dass Nelson zufrieden ist mit uns. Nee, glaub schon Auf nicht. jeden Fall. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass wir auch im nächsten Jahr zusammen mit dir und Carsten entsprechende Webinarreihen ja auch schon festgelegt haben. Und da werden Sie auch rechtzeitig dafür entsprechend oder kriegen Sie Informationen dazu, können Sie sich dann anmelden und da wird dann auch mehr in die Praxis gezeigt, wie der TradeScanner funktioniert, beziehungsweise auch die Strategien, die der Carsten und Markus benutzen. Also ich bedanke mich für die kleine Webinarreihe und für die Vorstellung des TradeScanner. Meine Meinung dazu kennt ihr ja bereits. Ich finde das Tool super. Und ja, und das Feedback, was ich bis dato ja auch erhalten habe, war entsprechend genauso positiv. Und natürlich bedanke ich mich auch für alle oder bei allen Teilnehmern, die sich dafür interessiert haben und live dabei waren oder sich gerade die Aufzeichnung anschauen. Vielen Dank dafür. Und tatsächlich. Doch nächste Woche haben wir noch ein Webinar. Sonst hätte ich fast gesagt, das war jetzt unser letztes Webinar zusammen, auch hier im Jahr 2022. Aber eins habe ich noch nächste Woche. Nichtsdestotrotz, bevor ich euch das Schlusswort übergebe, möchte ich mich dann natürlich bedanken für das gesamte Jahr, auch für die Zusammenarbeit, Carsten und Markus. Vielen Dank dafür und dann die Teilnehmer ein riesen Dankeschön, dass sie immer so zahlreich erschienen sind und die Webinare hier besucht haben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und ja, hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns auch im neuen Jahr wieder. Und ihr habt das Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Ja, vielen Dank, Nelson, für die netten Jahresendabschlussworte, kann man sagen. Ich habe dem einfach gar nichts mehr hinzuzufügen, weil das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Und von daher bleibt so, bleibt, passt auf euer Geld vor allen Dingen auf, bleibt auf eurer Position nicht sitzen, wenn sie ins Minus laufen, sondern passt auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ist nicht mehr so lange. Bis dann. Ciao, ciao. Ich will auch nochmal hier allen nochmal ein gesundes neues Jahr wünschen, frohe Weihnachten und genau, haltet euch gesund. Super, vielen Dank. Tschüss zusammen.